Die Tür ist zugefallen. Endlich habe ich es in die Abtei St. Cortuna geschafft. Die Abtei St. Cortuna, und es hat angefangen zu schneien draußen. Ja, wir sind in der Abtei St. Cortuna gelandet, wo wir hoffentlich den Bruder Alberto finden, der uns die Papyrusrolle, die geheimnisvolle Papyrusrolle aus Kairo besetzen kann. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dracula Origin. Ja, im letzten Part haben wir diese Geheimtür gefunden und sie ist in der Abtei St. Cortuna. Und am besten fange ich damit an, diese doch recht verlassen, düster, bedrohlich wirkende Abtei mal von oben bis unten zu untersuchen. Was kann ich denn alles anklicken? Okay, die Tür nochmal anschauen. Verdammt, die Tür ist zugefallen. Verdammt, mach doch. Verdammt, die Tür ist zugefallen. Nehmen wir mal das hier mit, was auch immer das ist. Dreckwäsche mit Bremsspuren. Das könnte nützlich sein. Ich nehme es mit. Ich nehme es mit. Was ist das denn? Leinenwäsche. Verordnung ins Inventar. Wir tun alles schön hintereinander. Okay, was können wir noch anschauen? Das Fenster. Dieses Fenster wurde wohl eilig mit Brettern verbarrikadiert. Verbarrikadiert. Interessant zu wissen. Was haben wir hier noch? Bücher? All diese Bücher sind interessant. Allerdings nichts, was mir weiterhilft. Schade, würde. Ich hätte gerne ein paar Bücher gelesen. Okay, wen haben wir denn hier? Wer ist? Der heilige Michael bezwingt den Drachen. Der heilige Michael bezwingt den Drachen. Und das ohne Kopf. Wenn er meint, dann nehmen wir den doch mal mit, den heiligen Michael. Das könnte nützlich sein. Ich nehme es mit. Oder nur seinen Speer. Oder ja, Speer des heiligen Michael. Gut, das können wir noch anschauen. Aha, hier. Was ist denn das? Jemand muss vor kurzem an diesem Tisch gewesen sein. Die Schublade ist verschlossen. Die Schublade ist doch keine Schublade. Moment. Das könnte ein Drache sein, der hat ein Loch hier oben im Kopf. Ja, das ist ein Loch, das kann ich überdecken. Was ist, können wir da einen Speer reinstecken? Ja! Offen. Glase! Oh, was ist das bitte? Kleb mal drauf. Dieses Schloss ist ziemlich komplex. Aber mit ein wenig Nachdenken sollte ich es... Naja, bin ich auch zuversichtlich hier bei unserem neuen Rätsel. Okay, wir müssen die Schublade öffnen. Klasse. Okay, was muss man hier machen? Was kann ich denn hier anklicken? So sehen eigentlich hauptsächlich hier die Zurücksetzknöpfe aus. Aha. Können hier jede einzelne Seite hier anklicken. Ich werd grad nur ruhiger, weil ich bin wieder paranoid. Ich höre wieder Stimmen vor meiner Tür. Und dann mache ich mich immer gleich dazu bereit, möglicherweise jetzt gleich einen Schnitt einzufügen. Aber noch ist alles ruhig. Und ich werde nicht gestört. Sehr schön. Okay, dann sieht das wohl so aus, als ob wir jedes Pünktchen hier gelb machen müssen. Weil dann können wir das hier, wie es aussieht, so verschieben. Und dann könnte man das so verschieben und so weiter und so weiter. Ja. Allerdings, ja, sollte das schon so irgendwie funktionieren. Okay, okay, dann mache ich mir den hier und den hier. Und jetzt sind die hier noch frei, die ich haben wollte. Jetzt könnte ich ja theoretisch... Oder habe ich es jetzt schon wieder verkackt? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wenn ich jetzt mal... Ja, so funktioniert das. Kann man pam. Pam. Offen. Ha! Ich hab's geschafft, wenn auch wortlos, aber darauf kommt's ja nicht an, dass ich wirklich viel rede während dem Rätsel. Ich hab's geschafft, das ist alles, was gilt. Da kann ich jetzt einiges rausholen. Was ist denn da drin? Ein Schlüssel. Wo der wohl hinein? Vielleicht in ein Schloss. Wer weiß es. Was ist denn noch drin? Ein Kelch. Ein goldener Kelch. Ich erkenne ihn wieder. Es handelt sich um den teuflischen Kelch von Tergowisch,
dem Symbol der Schreckensherrschaft von Vlad Tepes, der später zu Graf Dracula wurde. Vlad Tepes und der Kelch von Tergovisch. Das ist ja hochinteressant. Okay, damit haben wir den Raum hier abgehakt und können in den nächsten gehen. Klasse, klasse. So macht man das und ich habe so viel Luft im Bauch von der ganzen Kohlensäure. Ich sollte lieber stilles Wasser trinken. Okay, was können wir hier alles nehmen? Wir können die Fässer anschauen. Ein Fass. Ein Fass? Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein Lernspiel. Man lernt, wie Fässer aussehen. Und da oben, was ist das? Nichts Interessantes. Nichts Interessantes, deswegen kann ich es auch anklicken. Das da? Dem strengen Geruch nach zu urteilen, befindet sich in diesem alten Fass Schnaps. Schnaps! Dann drücken wir doch mal hier drauf und nehmen... Der Zapfen klemmt. Ich kann ihn unmöglich mit bloßen Händen entfernen. Ja, unmöglich von der Entfernung. Dann nimmst du halt ein Skalpell und schnibbelst auf. Funktioniert sogar. Vorsicht! Vorsicht! Der ganze Schnaps läuft aus. Ja, du hättest vielleicht ein Gefäß drunter halten sollen. Nein, der ganze schöne Schnaps ausgelaufen. Na gut, mir ist es sowieso egal. Ich trinke keinen Alkohol. Okay. Zwecklos. Zwecklos, ja gut, das liegt ja am Boden. Klasse. Richtig klasse. Okay, was können wir da noch nehmen? Ein alter Besenstiel. Immer noch verwendbar. Immer noch verwendbar. Interessant. Moment, Moment, Moment. Ich habe gerade eine Idee. Kann ich mit dem Besenstiel? Eine Fackel. Klar, kann ich die direkt anzünden? Also ich dachte jetzt, mit der kann ich den Schnaps benutzen. Also eintauchen, dann brennt es. Ja, gut. Dann halt nicht. Dann vielleicht brauche ich den Schnaps noch später. Geh mal hier entlang. Was erwartet uns dort? Wow! Also das ist ja jetzt... Gut, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber wenn mal überlegt, das Spiel ist ab 12. Im Spiel ab 12 hätte ich da nicht solche Leute aufgehängt, aber Van Helsing schaut sich's natürlich an. Wie fürchterlich. Wie fürchterlich. Van Helsing hält es kaum aus. Dann setzen wir das auch seinen Blick nicht unbedingt länger als nötig aus. Was ist das da unten? Ist eine Ratte? Das Gepäck eines Studenten. Der arme Mann muss Baker sein, den Herzog Orlowski erwähnte. Der arme Kerl. Der Baker hat anscheinend das Geheimnis der Universität entdeckt und... Oh, die Ratten dissen mich auch voll. Diese dreckigen Bestien könnten aggressiv werden. Ich muss sie loswerden. Ja, also den Baker, den hat sie also erwischt von Ratten. Kann ich die nicht irgendwie mit der Fackel verscheuchen? Verpisst euch! Ja klar, der holt eine brennende Fackel aus seinem Mantel. Na also. Na also, aber die Ratten sind jetzt weg, das ist schön. Dann kann ich mir da jetzt wahrscheinlich was nehmen, oder? Was hat denn der Baker so bei sich gehabt, das auch ich benutzen könnte? Toll. Nix. Was haben wir da jetzt? Achso, da haben wir nur aufgemacht. Eine Flasche drin. Weihwasser. Der arme Baker hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Vielleicht war sein Opfer gerade deswegen nicht vergebens. Wusste der Baker, mit was er es hier zu tun bekommt? Mit Graf Dracula womöglich? Weil ich meine, der Kelch von ihm ist immerhin hier. Er hat sich wahrscheinlich gut mit Vampiren ausgekannt. Oder ist einfach nur... hat er sich sicherer gefühlt, wenn er dieses heilige Gefäß bei sich hatte. Weil ich immer noch nicht weiß, was ich hier mit dem Schnaps machen kann, gehe ich mal weiter hier durch diesen düsteren Gang in dieser schrecklichen Abtei. Okay, was haben wir denn hier alles? Eine Mönchsrobe. Können wir die anziehen? Van Helsing als Mönch, das wäre klasse. Diese Mönchskutte ist zwar dreckig, aber ansonsten in einem guten Zustand. Mit ihr bleibe ich unbemerkt. Zumindest von weitem. Unbemerkt? Von wem? Wer bemerkt dich denn hier bitte? Die Ratten? Oh, Van Helsing, das sieht aber hart aus. Zeig dich mal, komm. Dreh dich um. Ja, nein. So, jetzt umdrehen. Aber richtig heiß ist das mal hier. Heiße Nummer, Van Helsing. Okay, dann öffnen wir mal. Schauen wir mal die Tür erst an, bevor wir sie öffnen. Diese Tür ist sehr massiv. Ich sehe keine Möglichkeit, sie aufzukriegen. Massiv. Massiv, wenn der Mut in mein Geduck kracht. Okay, rütteln wir mal dran. Abgeschlossen. Können wir nicht irgendwie aufbrechen? Vielleicht wieder mit dem Skalpell? Oder, nee, vielleicht der Schlüssel hier. Vielleicht brauchen wir den Schlüssel für diese Tür. Ja, jetzt mach mal. Motz nicht so rum. Da ist Schloss. Öffnen wir die Tür. Zwecklos. Zwecklos?
Was sind dann? Skalpell? Zwecklos. Zwecklos, zwecklos. Funktioniert nichts hier. Das ist ja scheiße. Dann gehe ich halt wieder zurück. Wow! Wer ist dieser Mönch? Eine Kreatur der Hölle. Eine Kreatur der Hölle? Oh mein Gott! Der ist aber richtig gruselig. Ah, Erinnerung! Ja, greif nach mir. Er steht hier am Schnaps. Wir haben eine Fackel. Schnaps doch, brennt doch. Schicken wir ihn in die Flammen, aus denen er gekommen ist. Ich glaube, es kommt sogar wieder in der Cutscene. So richtig brutal jetzt. Kehre in die Flammen der Hölle zurück, wie ich sagte, Satan. Diener Satans. Schönes Spiel für 12-jährige Jugendliche. Ah, ich habe gerade ein Pfeifen im Ohr. Tja. Schlimm. Okay, was hat er denn bei sich? Ein Schlüssel. Wahrscheinlich kommen wir damit dann durch die Tür, weil so ist das, ist er ja auch jetzt hierher gekommen. Ein Schlüssel? Wo der wohl hineinpasst? Ja, wo der wohl hineinpasst, ist natürlich sehr schwer rauszukriegen, Van Helsing. Wahrscheinlich in diese Tür. Probieren wir es mal. Da ist das Schloss. Ich muss er passt! Er muss extrem sein. Vorsichtig sein. Ja, ja, schon okay. Dann gehen wir mal rein. Wow! Satanisten! Ja, sehr dynamische Aufnahme, muss ich sagen. Was zur Hölle? Ich bin direkt in eine satanische Zeremonie geplatzt. Wie ungeschickt. Ich glaube, dort hinten im Käfig sehe ich einen gefangenen Mann. Ich muss mir das näher ansehen. Gut, die Schüssel packe ich mal wieder weg. Okay, wir haben hier drei satanische Mönche. Das hier ist eine Statue. Kann ich mir hier irgendwas... Schaue ich mir das mal an. Von nun an herrscht hier unangefochten der Dämon. Hat hier Van Helsing die Studenten zu seinen satanischen Mönchen gemacht? Also das ist wirklich... USK 12. Nicht so ganz stimmig, meiner Meinung nach. Eine von Termiten zerfressene Tür, was können wir hier anschauen? Die Mönche kommen regelmäßig, um aus diesem Kelch zu trinken. Ah, da erinnere ich an was ich extrem witzig fand. Weil wir können jetzt nicht einfach zu dem alten Mann hier gehen und mit dem reden, ohne dass die Mönche uns bemerken. Wir müssen den Flatipesch-Kelch mit Weihwasser füllen. Weihwasser? Weihwasser, genau. Und dann den Kelch austauschen. Die bemerken uns ja nicht, weil wir die Kutte anhaben. Und dann trinken die aus dem Weihwasser. Und das ist für so satanische Diener natürlich ganz schrecklich. Okay, gehen wir da mal hin. Die bemerken uns immer noch nicht. Wir beten den Dämon an. Und dann tauschen wir mal die Kelche aus. Und dann... So, jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass ein Mönch Durst bekommt. Warten wir, dass ein Mönch Durst bekommt. Okay, verpiss dich, Van Helsing. Wir schauen jetzt zu, wie der Mönch elendig am Weihwasser verreckt. Oh ja, ich bete dich an. Ich werde aus dem Kelch trinken. Oh ja, weihen wir unser verfluchtes Gesöff. Gluck, 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 gluck. Hält er nicht aus, der Arme, aber seine Kumpane ist scheißegal. Die beten einfach weiter. Zombie-mäßig. Nein, die fressen den! Fürchterlich. Während diese Mönche beschäftigt sind, habe ich Zeit, Alberto zu befreien. Also komm, das ist schon eine USK 12, wirklich eine... Die fressen den auf, das ist ja widerlich. Finde ich wirklich widerlich. Okay, dann haben wir jetzt hier alles und können jetzt mit dem alten Mann reden. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, handelt es sich hierbei um den lang gesuchten Bruder Alberto. Sprechen? Sind Sie das, Bruder Alberto? Bruder Alberto! Bruder Alberto! Ja, das bin ich. Was wollen Sie? Ich will Sie hier rausholen. Kommen Sie mit! Mein Bein ist gebrochen. Ich werde nicht weit kommen. Mein armer Freund, was haben Sie Ihnen nur angetan? Der hat denselben Sprecher wie der Herodot von Judäa. Jetzt haben Sie die unkreativ. Wird ja nicht so teuer gewesen sein, noch einen Sprecher zu engagieren. Also wirklich...
Okay, die Schriftrollen. Nur deswegen sind wir ja hier, also reden wir mit ihm darüber, über die Schriftrollen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss eine junge Frau retten und habe hier einige Papyrusrollen aus Ägypten, die wohl nur Sie entziffern. Nein, kann ich nicht. Grundgütiger, aber was haben die denn nur mit ihren Augen gemacht? Die sind dem Dämon treu ergeben. Jeder einzelne von ihnen. Ich war der Einzige, der den Versprechungen des Fürsten der Finsternis keinen Glauben geschenkt hat. Die anderen sind ihm erlegen und zum Bösen konvertiert. Folglich haben sie mich eingesperrt. Wenn sie mich getötet hätten, wäre ich im Paradies mit unserem Herrn vereint gewesen. Aber das hätten sie nicht geduldet. Diese auf ewig Verdammten, sie haben mich gefoltert, wieder und immer wieder, damit ich mich auch der Verdammung ergebe. Trotz all der Qualen habe ich nicht nachgegeben. Aber die Texte, die sie mir gezeigt haben... Schade! ...werde ich nicht mehr lesen. Schade, schade, schade! Ich muss Abomina retten! Ja, wie soll ich denn das machen, wenn er das nicht mehr lesen kann? Das ist ja behindert. Bruder, helfen Sie mir! Dieser Fürst der Finsternis, der diesen heiligen Ort entweiht hat, hat ein junges Mädchen mit einem Fluch belegt und ich muss es retten. Einige abscheuliche Rituale wurden in meiner Abwesenheit und manches Mal in meinem Beisein abgehalten. Hinter all dem steckt der Fürst der Finsternis. Er bezieht seine Stärke aus seinem Grund und Boden, getränkt vom Blut unschuldig. Redet genauso langsam wie der Herr Rudolf. So muss ihm und genauso viel Grund und Boden Einhalt geboten werden. Er muss gezwungen werden, diesen Ort zu verlassen, auch wenn es nur für kurze Zeit sein mag. Die übernatürliche Verbindung, die ihm Zugang zur Welt und zu denen verschafft, die er kontrolliert, würde ebenfalls verschwinden. Und so wären die unschuldigen Seelen erlöst. Jetzt sind sie da, wo sie hingehören, Bruder Alberto. Ein Engel im Paradies. Was, der ist tot? Ein Heiliger unter Heiligen. Klasse. Richtig klasse. Jetzt ist er tot und wir haben unsere Scheißschriftrollen immer noch nicht übersetzt. Ja, super. Muss ich jetzt hier rausgehen, oder? Diese Tür ist sehr massiv. Ich sehe keine Möglichkeit, sie aufzukriegen. Keine Möglichkeit, sie aufzukriegen. Ja, wir haben doch noch einen Schlüssel, gell? Den schwarzen haben wir noch gar nicht benutzt. Diese Tür. Ja, vielleicht kommen wir damit vielleicht hier raus und dann können wir diese abscheuliche Abtei auch hinter uns lassen. Ja, klasse, wir sind wieder draußen. Woo! In gottesfürchtiger Umgebung, nicht in diesen satanischen Ritualen. Was ist los? Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Ich wollte mich in der Universität umsehen und bin erst vor wenigen Minuten zurückgekehrt. Ich habe die Herzogin ohnmächtig auf dem Boden gefunden. Und Mina, sie ist weg. Was? Herzogin, geht es Ihnen gut? Was ist passiert? Ich muss bewusstlos geworden sein. Das stellt sie aber sehr sachlich fest. Ich habe hinter der Tür Geräusche gehört. Ich habe gelauscht und es klang so, als wären mehrere Personen im Treppenhaus. Ich wollte die Tür abschließen, aber dann habe ich einen Schmerz im Nacken verspürt. Und dann gar nichts mehr. Ich hoffe, Mina ist wohl auf? Sie liegt nicht mehr in ihrem Bett. Aber ihre Habseligkeiten sind alle hier. Oh mein Gott, was sollen wir tun? Oh mein Gott, was sollen wir tun? Ich bezweifle, dass die Polizei irgendetwas für uns tut. Die Polizei! Diesen Kampf müssen wir alleine austragen. Vor allem dürfen wir keine Zeit verlieren. Siebert? Siebert? Zur Straße und treiben Sie eine Kutsche auf. Wir müssen zügig aufbrechen. Nochmals vielen Dank für alles, Herzogin. Ihre Aufopferung und Großzügigkeit sind beispielhaft. Beispielhaft. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie sich gewiss, dass Ihnen meine Tür immer offen steht. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Allerdings mache ich mir Sorgen um Sie, Professor. Ist ja rührend. Wohin verschlägt es Sie als nächstes? Tja! Wir werden einen Grafen bekämpfen und sein Schloss stürmen, bevor er sein teuflisches Werk vollenden kann. Pathetisch! Wir gehen in die Höhle des Löwen. Und werden das Böse auf seinem eigenen Grund und Boden herausfordern. Wir reisen nach Transsilvanien. Nach Transsilvanien! Und dahin gehen wir im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.